Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video gefunden habt. Heute soll es gehen um zwei Reviews quasi. Es geht um zwei Gesichtsprodukte, deswegen seht ihr mich jetzt hier auch quasi nackig im Gesicht, die ich euch gerne reviewen möchte. Ich habe mir wirklich ein bisschen Zeit gelassen, um die Produkte zu testen, für euch, für mich, wie ich sie am liebsten auftrage, ob ich sie sette und so weiter und so fort. Es geht um folgende Produkte. Einmal um die L'Oreal Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation und zum anderen um den Makeup Revolution Conceal and Define Concealer. Diese beiden Produkte möchte ich euch heute klassisch reviewen. Das bedeutet, ich werde eine Seite meines Gesichts mit einem Pinsel bearbeiten. Die andere werde ich mit dem Beauty Blender bearbeiten, damit ihr einfach sehen könnt, wie sich das Ganze verhält. Und am Ende gibt es eine klassische Review für euch. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Video und viel Spaß. Für den Auftrag verwende ich zum einen den Real Techniques Buffing Brush und zum anderen den klassischen Beauty Blender. Beide Geräte kennt ihr mit Sicherheit, da werde ich euch nichts Neues erzählen. Ich habe jetzt das Rad damit nicht neu erfunden. Aber ich finde, das sind halt auch so die Produkte, die ich, wenn dann, verwende für meine Foundation. Ne? Also entweder diesen Buffing Brush, den ich super finde, oder eben ein Make-up-Schwamm oder Make-up-Eye. Dann mache ich das einfach auch so, dass diese Seite hier Pinsel ist und diese Seite hier Schwämmchen. Ich habe vorhin eine Maske aufgetragen, mein Gesicht natürlich gereinigt und ich habe eine ganz einfache Tagespflege aufgetragen. Mehr habe ich jetzt nicht auf dem Gesicht. Ich verwende auch keinen Primer, weil das würde das Ganze für mich jetzt ein bisschen verfälschen. Ich finde, es kommt halt immer ganz drauf an, wie reagiert die eigene Haut mit der Foundation. Ich beginne jetzt mit der Foundation und zwar habe ich die Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation in der Farbe 125. So sieht der Flakon aus. Sehr schön, qualitativ hochwertig, hat ein Glasbehältnis und einen Pumpspender, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Wir wissen, das Bötchen liebt sich in Pumpspender, ne? Und dann beginne ich mal mit der Seite, die ich mit dem Pinsel bearbeiten werde. Und ich habe mir dafür jetzt hier meine Foundation auf den Handrücken getan. Ihr seht, also ich empfinde sie als relativ flüssig, aber ich habe schon festgestellt, dass das auch sehr unterschiedlich ist, wie Leute das empfinden, wie die Konsistenz von Produkten ist. Ich finde das ziemlich witzig. Mit dem Pinsel mache ich das übrigens immer so, dass ich einen Teil so stempel und einen Teil so einbuffer. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich nur stemple oder nur reibe, sondern ich verwende beide Bewegungen. Ja, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, wie sich das Ganze einarbeiten lässt und wie das Finish ist. Ich werde jetzt auch nicht, während des Auftrags werde ich einfach nicht ganz so viel dazu sagen, weil ich möchte, dass die Bilder auf euch wirken. So, ich hoffe, ihr könnt alles schön sehen. Das ist jetzt das Ergebnis, aufgetragen mit einem Pinsel auf dieser Wangenseite. Was ich euch sagen kann, ist, das Produkt fühlt sich schön leicht an. Man hat jetzt nicht das Gefühl, als hätte man die Mega Foundation auf der Haut. Und ja, sie ließ sich auf jeden Fall auch gut verblenden. Starten wir den Test auf der Beauty Blender Seite. Ich habe mir wieder zwei Pumpstöße auf die Hand gemacht und dann geht's mal los. Genau, mein Beauty Blender ist, ihr hört das vielleicht auch an dem Geräusch, wirklich gut durchfeuchtet. Und dann klopfe ich mir das Ganze so richtig schön ein. Aufgetragen ist das Ganze jetzt mit dem Beauty Blender und sieht so aus. Ich drehe mich mal so ein bisschen zum Licht, damit ihr das gut sehen könnt im Vergleich zu dem Pinsel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern oder beziehungsweise wie gut man den Unterschied sehen kann. Es ist so, dass mit dem Pinsel im Auftrag das Ganze ein bisschen intensiver ist. Also die Foundation legt sich etwas mehr auf die Haut,
während sie mit dem Beauty Blender sich mehr in die Haut begibt. Ich finde persönlich, und das werde ich gleich auch machen, dass der Auftrag mit dem Beauty Blender wesentlich leichter ist und wesentlich natürlicher aussieht. Ich bin durchaus jemand, der mal wechselt zwischen Pinsel und Beauty Blender. Generell bin ich aber auch jemand, der ein natürliches Finish haben möchte. Ich mag so Full-Cover-Coverage-Angelegenheiten sind einfach persönlich nicht so mein Stil. Ich finde das bei anderen immer richtig toll. Ganz oft denke ich, oh, das sieht so richtig elegant und toll und voll geschminkt aus. Und wenn ich mich dann sehe, denke ich, ey, Birtchen, ey, man sieht jede Pore, du siehst mal bummelig 5 Jahre älter aus. Und dementsprechend mag ich einfach für mich den Auftrag mit dem Beauty Blender lieber. Wenn ihr aber eine höhere Deckkraft sucht, dann würde ich definitiv den Pinsel vorschlagen. Was ihr machen könnt, ist, erst den Pinsel zu verwenden, um eine höhere Deckkraft zu erzielen und dann nochmal mit dem Beauty Blender drüber zu gehen, um das Ganze nicht ganz so maskenhaft aussehen zu lassen. Ich werde jetzt nochmal mit dem Beauty Blender mein komplettes Gesicht etwas anpassen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es um den Concealer geht. Kommen wir nun zum Concealer. Auch da werde ich es genauso machen wie eben bei der Foundation. Ich werde hier das Ganze mit einem Pinsel auftragen und hier das Ganze einarbeiten mit einem Beauty Blender. Und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an. Ich habe übrigens bei diesem Concealer die Farbe C2. Die ist für mich ein Ticken zu hell, beziehungsweise zu hell ist die falsche Ausdrucksweise. Sie geht, aber ich glaube, ich hätte lieber C4 oder C5 genommen. Der Concealer kommt mit so einem relativ großen Applikator, ob man den jetzt braucht oder nicht. Also er stört mich nicht. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, man braucht ihn unbedingt. Es ist ein Applikator, ne? Also kann man machen, muss man nicht. Ich bin jemand, der eigentlich nur im unteren Augenbereich Concealer verwendet oder mal auf kleinen Hautunreinheiten. Ganz selten highlighte ich mir mal die T-Zone, aber in den meisten Fällen mache ich es genauso, wie ihr es jetzt hier seht. Und dann fange ich mal an mit der Pinselseite. Ich nehme so einen klassischen Foundation-Pinsel. Dieser hier ist jetzt von Lancôme. Ihr könnt jeden klassischen Pinsel nehmen, den ihr bevorzugt. Macht, wie ihr wollt. So, und dann geht die große Fahrt mal los. Ich liebe solche klassischen Foundation-Pinsel, solche flachen Foundation-Pinsel zum Einarbeiten des Concealers persönlich. Weil ich finde, die klatschen euch das so richtig schön in die Poren. Und man kann das so richtig schön einmassieren. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Ich gehe auch immer noch mal hier so an meiner Nasenwand längs. Und dann bin ich auch schon gleich fertig. Also es geht super schnell mit diesem Teil. Ich liebe, wie gesagt, solche Pinsel dafür. Für eine Foundation selber muss ich die nicht haben. Bin ich kein Freund von solchen klassischen Foundation-Pinseln. Aber für den Concealer... Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich habe den Concealer jetzt eingearbeitet. Es hat super gut funktioniert, super schnell auch vor allem. Ich muss dazu sagen, ich habe hier direkt unterm Auge so eine ganz böse Falte. Das ist die Falte des Todes und ich habe sie auf beiden Seiten. Und es gibt ganz wenig Concealer, die da nicht reinkriechen. Bei mir ist es so, dass dieser Concealer jetzt meine Falten am Auge nicht groß betont. Auftrag ging super schnell. Gehen wir jetzt mal zur Beauty Blender Seite. Und dann geht's los. Da verwende ich die spitze Seite vom Beauty Blender. Für die Foundation verwende ich eher die untere Seite vom Beauty Blender. Und für diese engen Angelegenheiten gerne die Spitze. Auch da lässt sich das Produkt super schnell mit einarbeiten und einklopfen. Da kann ich jetzt keine negativen Kommentare zu abgeben. Tada, fertig, super schnell. Auch da würde ich sagen, ich hoffe, man kann das gut sehen, dass der Auftrag ein wenig
weniger Deckkraft hat als mit dem Pinsel. Da kommt es natürlich ganz darauf an, was ihr bevorzugt. Wenn ihr jetzt ganz, ganz dolle Augenschatten habt, dann schafft der das definitiv auch, die abzudecken, würde ich jetzt behaupten. Aber dann würde ich auch den Auftrag mit dem Finger oder mit einem Foundation-Pinsel bevorzugen oder anraten. Wenn ihr es wie ich einfach lieber natürlich mögt, auch im unteren Augenbereich und leicht glowy, würde ich auch da eher zum Beautyblender greifen. So, ich werde jetzt auch da nochmal mit dem Beautyblender nacharbeiten, denn ihr habt ja schon mitbekommen, ich mag das natürliche Finish ein bisschen lieber. Dementsprechend werde ich auch da nochmal so ein bisschen korrigieren. Dann mache ich mein Make-up fertig und dann sehen wir uns zur Besprechung der Produkte. So, meine Lieben, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Bericht über das Verhalten der Produkte über die letzten Wochen. Denn ich habe das Ganze ja schon etwas länger getestet und auch da möchte ich euch natürlich gerne meine Meinung mitteilen. Ich beginne mal mit der Foundation von L'Oreal. Ich finde diese Foundation solide. Es ist jetzt nicht meine Lieblingsfoundation, weil dazu macht sie einige Dinge ein bisschen, zu denen ich gleich komme, was ich bei anderen Foundations einfach nicht habe und aus dem Grund lieber mag. Es ist aber für die Drogerie, finde ich, eine sehr gute Mittelmaß-Foundation. Es kommt natürlich auch immer ganz drauf an, was sucht man selber. Na, wenn ihr jetzt jemand seid, der etwas mehr Deckkraft haben möchte, das ist definitiv eine Foundation, die ihr ein bisschen pushen könnt. Ich bin ja, wie gesagt, jemand, der so MAC Face and Body oder die L'Oreal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, an diese Glam Beige Foundation. Das ist ja auch so eine ganz, ganz leichte Foundation. Und das ist einfach eher so mein Ding und mein Pony, was ich am liebsten reite. Dieses hier ist, wie gesagt, völlig in Ordnung. Ich finde, die ist vom Deckungsgrad, den haben wir errechnet in der Berufsschule, aber es hat nichts mit Foundation zu tun, nicht drüber nachdenken. Die ist von der Deckkraft für mich sehr, sehr ähnlich mit der Superstay von Maybelline tatsächlich. Obwohl die Superstay ja mit Full Coverage wirbt und das tut diese hier, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich es wüsste. Nee, 24 Stunden Look, langer Halt, also Womit diese hier aber auf jeden Fall wirbt, ist mit dieser Leichtigkeit, dass man es einfach nicht so merkt, dass man eine Foundation trägt. Und das muss ich sagen, dass das stimmt wirklich. So habe ich das empfunden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich groß, dick eine Paste auf dem Gesicht habe oder. Von daher gefällt die mir ganz gut. Es ist aber auch definitiv für mich eine Foundation, die ich eher abends tragen würde und nicht unbedingt am Tag. Was mir bei der Foundation übrigens aufgefallen ist bei mir, auch das kann bei anderen Häuten einfach sich anders verhalten, ist, dass sie sich hier gerne in meiner Nasolabialfalte so ein bisschen absetzt und auch meine Problemzonen im Gesicht, die befinden sich genau hier zwischen den Augenbrauen und ich sag mal so hier um die Nase herum. Ne? Da sind bei mir so die größten Poren, wobei die jetzt auch nicht mega groß sind. Und es ist halt bei dieser Foundation leicht so, nicht extrem, aber leicht, dass sie das bei mir betont. Ich bin jemand, der die Foundation auch definitiv settet. Also ich arbeite immer mit dem Puder, gerade in der T-Zone. Genau auch aus diesem Grund, weil ich eben nicht möchte, dass das wirklich so in diese Fältchen rein kriecht. Das allgemeine Ergebnis dieser Foundation finde ich allerdings trotzdem schön. Genauso wie jetzt auch. Auch jetzt habe ich eigentlich nichts zu meckern und finde die wirklich schön. Aber es gibt halt so Kleinigkeiten, wo ich sage, da habe ich andere Foundations, die ich für mich und für meine Haut einfach favorisiere. Switchen wir mal um zum Concealer. Da muss ich sagen, bis auf die Farbe, die für mich einfach von mir ausgesucht ein bisschen hell ist, was aber auch nicht schlimm ist. Ich finde, die lässt schön meinen unteren Augenbereich leuchten. Also man kann dem Ganzen natürlich auch was Gutes abgewinnen, ganz klar. Finde ich diesen Concealer wirklich schön. Bei beiden Produkten habe ich ja schon im Auftrag vorhin gesagt, dass ich den Auftrag mit dem Beauty Blender für mich schöner finde, was aber auch einfach an dem von mir favorisierten Finish oder gewünschten Finish liegt. Ne? Ich möchte einfach nicht dieses Plakatierte, ich möchte einfach dieses total Natürliche gerne haben, aber doch auch ein bisschen weich gezeichnet, ein bisschen geebnet und das eben auch im unteren Augenbereich. Die Deckkraft dieses Concealers finde ich gut, für mich reicht die definitiv aus.
Wenn man allerdings richtig zu blauen oder lilanen Verfärbungen tendiert, würde ich sagen, geht nochmal mit einem leichten Color Corrector drunter. Wenn ihr das mit einem Beauty Blender macht, wenn ihr das mit einem Pinsel macht, finde ich, ist das durchaus möglich, richtig starke Verfärbung auch abzudecken. Was mich da auch auf jeden Fall aus dieser Range noch interessieren würde, ist die Foundation. Die Amis haben sie ja schon jetzt gerade im Test. Ich glaube, die ist ja relativ neu rausgekommen. Und da bin ich auch sehr gespannt, wenn die zu uns kommt. Und die werde ich dann auch auf jeden Fall einmal testen. Beide Produkte haben übrigens, was die Haltbarkeit angeht, bei mir super gehalten. Diese 24 Stunden Trage, Werbung, Freunde, was soll das? Kein Mensch trägt seine Gesichtsprodukte 24 Stunden auf dem Fresschen. Niemand tut das, niemand. Beide Produkte fand ich, was die Haltbarkeit angeht, wirklich gut. Und sie haben sich nicht irgendwie separiert oder aufgelöst auf meinem Gesicht oder. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was gebracht. Ich finde halt immer Foundation, gerade Gesichtshaut, sei es Pflege oder halt auch Foundation, ist halt sehr speziell und sehr eigen. Jede Haut reagiert auch anders und was bei mir in die Falten kriecht, kann bei euch ganz geschmeidig durch den Tag laufen. Also ich finde, das kommt halt immer ganz drauf an, wie man das halt selber empfindet. Und wie man das eben auch, wie die Hautbeschaffenheit auch eben ist. Die Foundation würde ich, wenn ihr mich fragt, eher in diese normale Hautrichtung schieben. Ich finde sie auch tendenziell eher matt als glowy. Ich weiß, dass die vorherige Version, bin ich der Meinung, damit geworben hat, dass sie mehr so glowy ist. Aber nagelt mich da nicht drauf fest. Aber aus dem Grund, das war ein Grund, warum ich sie nicht gekauft habe, weil ich damals noch eher fettige Haut habe. Momentan ist sie ja normal, würde ich mal sagen. Und ich weiß, das war ein Grund, warum ich sie mir damals nicht gekauft habe. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, stellt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich werde euch natürlich auch die Produkte, die ich verwendet habe, unten in die Infobox verlinken. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Dann weiß ich, dass ich weiter Reviews für euch drehen soll. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Ich drücke euch. Bis dann. Ciao.